Herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Rollercoaster Tycoon 3. Ich glaube, das müsste mittlerweile schon die vierte sein und wir sind jetzt in Folge 21. Yes, Mann! Und ich habe bis jetzt in 21 Folgen insgesamt gerechnet 300 Zuschauer. Ist das nicht geil? Das ist doch der Knüller, ist das so. Jetzt muss es so passen im Ton. Heute geht's um die Zoorettung. Laden erstmal. Ne, das kann ich dann vorlesen. Laden ist das, ne? Ja, das möchte ich es starten, weil ich habe ja keins geladen. So, hoffentlich klappt's. Wenn ich ein bisschen verratzt bin, das liegt daran, ich habe die Woche eine Erkältung. Sollte eigentlich schon am Mittwoch aufnehmen, heute ist aber erst weiter. Heute ist Folge 20 rausgekommen, das heißt morgen kommt Folge 21, wir nehmen voll auf die. Mann. Ja. Und es lädt. Und es aktiviert. Und die Zahlen, sie bewegen sich. Und es wird nachaktiviert. Und es wird initialisiert. Und es ist fertig geworden. Und es regnet. Ach du Scheiße. Lesen wir es mal vor. Dieser Zoo wurde in krimineller Weise vernachlässigt und liegt jetzt in den letzten Zügen. Hier fehlen eine neue Richtung, eine bessere Umgebung für die Tiere und viel mehr Unterhaltung für die Besucher. Kurz gesagt, der Zoo muss profimäßig aufgemöppelt werden. Im Stil eines echten Rollercoaster-Tycoons. Also wir brauchen Parkwertung 400 für einen Monat. Durchschnittsgesundheit von Tieren 15%, aktuell 13,29. Und Dungmenge reduzieren auf 30, aktuell 6,5. Also da würde ich sagen, tun wir neue Leute einstellen. Da würde ich sagen, tun wir neue Tiere kaufen. Und da würde ich sagen, tun wir neue Sachen bauen. Wie geht's denn hier? Auf 70, 90, was ist das? Wip, naja, kommt in 23, 15, ich muss es nicht. Naja. 13. September ist ja noch nicht. Achso, was muss man als erstes schaffen? Parkbewertung 400. Die liegt bei. Wo kann ich denn das gleich noch sehen? So, Leute. Parkwärter. Nee. Verkehrswert. Parkbewertung, ja. Liegt bei. Das sind knapp 400, oder? Also das haben wir ja fast. Gut, jetzt wollen wir erstmal gucken, was haben wir denn hier so schönes. Also hier vorne haben wir Affen. Und haben wir hier einen Tierpfleger. Haben wir überhaupt Tierpfleger? Haben wir überhaupt Personal? Nein, haben wir nicht. Also, einstellen, Tierpfleger einstellen. Kommt das erste Mal hier innen hin. Dann brauchen wir einen Mechaniker. Der Mechaniker kommt hier hin. Dann eine Putzkraft, die kommt jetzt mal hier hin. Ein Entertainer werden wir einstellen, der kommt hier hin. Außerdem gucken wir mal zu den nächsten Viechern. Hab ich da irgendwelche gesehen? Da drüben sind welche. Die kriegen jetzt auch eine Putzkraft, also so ein Tierpfleger. So, die hier natürlich auch. Und was bist du hier? Sorry, Zebra. Unten haben wir keinen mehr. Hier, das Zebra, das braucht irgendwie ein Haus, oder? Bin ich mir da unsicher, das stimmt das? Weil eigentlich theoretisch müsste es ja so ein Haus haben. Zebra. Wo kann ich nicht mal. Ist das ein Zebra? Holzzaun. Holzzaun stimmt also schon mal. Holzzaun. Vergrößern wir es einfach mal. Und da kommt nämlich jetzt so ein Stall rein. Und zwar für. Kapselkiste mit meinem Vater Alpha Tiger. Ein Handhaus. Ein Hanse. Na, so ein ne? Da kann ich eine Zebra brauche ich. Zebra, ich brauche so ein Zebra. Ja, ist ein bisschen voll das Ding hier, aber sonst geht's eigentlich. So, ist jetzt jemand. Ach, hier ist jemand dazu gleich. Sehr gut. Dann. Also Besucher sind ja eigentlich einige da, ne? Zoorettung.
Der ist ein scheiß Partner, aber Bildschirm. So, was ist das denn? Störung, okay, Störung. Ist auch kaputt. Also irgendwie alles kaputt hier. Doppelaussichtsturm 1 wurde repariert, das ist schon mal ein Vorteil. Dann. Also, das ist schon mal gut. Ach so, das ist die Tiergesundheit. Wie kann man denn die Tiergesundheit eigentlich steigern? Das ist auch so eine große Frage. Das habe ich nicht bis jetzt irgendwie noch nicht so ganz rausbekommen. Nashorn. Ja, oft. Unregelmäßig. Oft. Und so wie ich jetzt füttern. Rufen Sie im Schirm, wenn Sie füttern diesen. Futtern. Ja, normal reicht für E und C. Da können wir mal ein zweites C füttern. Was ist das hier? Was bist du denn, mein kleines Zebra? Männlich verwachsen. Dann nehmen wir mal ein Zebra Holzzaun. Weibliches Zebra. Bums. So. Stinknotung, Ihnen wurde ein neuer Anwohner und Besucher beschweren sich über den schrecklichen Gestank des Besenden, die alles innerhalb von 30 Tagen und erhöhen sich Dungen reduzieren auf 5. Aktuell 44 übrig. Ja, warum nicht? Ja, ich denke mal, dass die das schaffen werden, hier ein bisschen abzuräumen, oder? Ja, wirst du jetzt mal reparieren hier, oder? Mann, ey. Faulen Schweine hier. Ich glaube, hier stelle ich noch jemand Zweites ein. Sonst wären wir ja nie fertig. Drei Nashörner sind glaube ich zu viel. Oh, dem Pferden geht's gut. Würde ich jetzt mal so sagen. Und... Ja, guck mal, eh, was hab ich noch? So. Parkbewertung. Geben wir nachher Nashörner. Nashörner ist das, ne? Wir sagen, Nashorn wird ein größeres Gehege. Hier ist ein Besucher, der hat sich zu Gedanken gesorgt, die anderen Tüftlinge, die Besuchergalerie 3. Besuchergalerie, ja, ich weiß, dass hier zu viel Scheiße ist. Wenn ich will, jetzt erstmal einen Zaun bauen. So. Vielleicht brauchen wir es zu. Und das komische Zeug hier. Neue Attraktion Wagen. Ja, war die große Frage. Was sollte ich jetzt noch schaffen? Wer ist denn Niki Nashorn? Bist du Niki Nashorn? Niki Nashorn. Zack. Und die Nase ist heute die Sünde, wir machen den Zähne. Ach so. Ja, dann bauen wir mal ein stabiles. Was braucht denn ein Nashorn? Elektrik. Die sind noch nicht mal einer dagegen gerannt. Elektrozaun. Das ist ein Moschendrahtzaun. So. Jetzt machen wir ganz einfach. Du kommst jetzt mal hier rein. Dann lösen wir das auf. Und zwar, das Gehegestück wird aufgelöst und durch einen Elektrozaun umgebaut. Gleich geht's weiter auf Philips.